alle Jahre wieder, und das ist wirklich gut so, findet natürlich auch das Schützenfest vom Bürgerschützenverein Erle statt. Der Verein lud am Montag zur Vogelstange ein. An diesem Tag sollte, natürlich mit dem Gewehr in der Hand, geklärt werden, wer die Nachfolge vom zu der Zeit noch amtierenden Königspaar Andreas Kluse und Annette Risthaus antreten wird. An der Vogelstange war schon ordentlich was los. Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen und haben nochmal mit Andreas Kluse und Annette Risthaus gesprochen, wie sie das Jahr als Königspaar empfunden haben. Es war ein ganz, ganz tolles Jahr. Wir haben so viel zusammen gemacht, wir haben uns so gut kennengelernt. Wir waren so harmonisch miteinander. Wir waren zu Reiter beim Reiten, wir waren beim Vogelbauer. Wir haben uns privat viel getroffen. Also es war ein ganz, ganz tolles Jahr. Das kann ich nur unterstützen, was meine Königin gesagt hat. Also wir haben, als Gemeinschaft sind wir unheimlich gewachsen und wir haben das gerne für Erle gemacht. Aber leider hat alles ein Ende und auch so diese Regentschaft. Aber zunächst musste sich einer der Schützen beweisen. Wer würde den Vogel von der Stange holen? Wer sollte eine dermaßen ruhige Hand besitzen und vor allem auch die Ruhe und Gelassenheit für den finalen Königsschuss? Diese Frage war zu der Zeit noch offen. Etwas Zeit war aber noch. Diese haben wir genutzt und haben mit Bürgermeister Martin Thesing über das Schützenfest Erle gesprochen. Ja, wir feiern hier ein sehr schönes, traditionelles Schützenfest hier in Erle. Und ja, Tradition heißt sowas wie Übergabe zwischen Generationen. Und das funktioniert hier in Erle hervorragend. Muss man heute hier, wie gesagt, nur an der Vogelstange stehen oder auch am Samstag. Das hat mich besonders beeindruckt, wie viele Leute, also jung und alt, zusammen feiern. Es gibt also kaum Vereine oder Feste, wo es so funktioniert. Und das macht eben Tradition aus. Andreas Kluse und Annette Risthaus machten nochmal die Bedeutung von König und Königin sein deutlich. Das Besondere, ja, dass man das eben ist, dass man Königin ist, das ist das Besondere. Das ist schon was Außergewöhnliches, ja. Schön war das. Ich kann nur sagen, dass ich das aus meiner jungen Erwachsenenzeit immer mir erträumt habe. Und dass es dann später geklappt hat, wo ich erst 60 war, aber hundertprozentig, würde ich jedem empfehlen, einfach machen, machen, machen. Als erfahrenes Königspaar haben Andreas Kluse und Annette Risthaus ganz sicher noch einen guten Tipp für ihre Nachfolger. Auf jeden Fall genießen. Das Jahr genießen, zusammen verbringen, Gemeinschaft leben. Das ist was Tolles. Sag ich genauso. Familie einbinden, Freunde einbinden, das Dorf einbinden, die Vereine einbinden. Mit fortschreitender Zeit verlor der Vogel immer mehr an Gewicht. Auch die Munition wurde inzwischen auf ein anderes Kaliber umgestellt. Wären wir beim Boxen, würde der Vogel mittlerweile bereits angezählt werden. Endlich war es soweit. Mit dem 208. Schuss erlag der Vogel seinem Leiden. Und somit ist Lukas Grewink der neue Schützenkönig des Bürgerschützenvereins Erle. Keine Ahnung, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Und man ist mega perplex. Man hofft ja, also Tim hätte das ja auch gerne machen können. Ist ja auch ein super Typ. Und dann stehst du da am Feld, da runter, drehst dich um und alle die Leute jubeln. Ist halt ultra geil, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Die Königin an seiner Seite ist Fabienne Nagel. Wir wünschen den beiden und dem gesamten Hofstaat ein schönes und unvergessliches Jahr.